Wir wollen den Begriff des sogenannten stochastischen Prozesses erarbeiten. Und dazu schauen wir uns das folgende Spiel an. Es gibt vier Felder. Ein rotes Feld, ein blaues Feld und ein schwarzes Feld. Und am Anfang des Spiels legen wir unsere Spielfigur auf das blaue Feld. Also Start auf dem blauen Feld. Dann funktioniert das Spiel folgend. Wir werfen eine Münze. Münzwurf. Und sollte ein Kopf fallen, dann gehen wir ein Feld vor. Sollte eine Zahl fallen, gehen wir ein Feld zurück. Wenn wir das rote Feld erreichen, dann haben wir verloren. So, hier Niederlage. Sollten wir das schwarze Feld erreichen, dann haben wir gewonnen. So, Gewinn auf dem schwarzen Feld. Jetzt wollen wir die Situation mathematisch beschreiben und haben folgendes Problem. Man weiß ja nicht, wann wir entweder das rote oder das schwarze Feld erreichen. Man kann also überhaupt nicht vorhersagen, wie lange das Spiel dauert. Also die Anzahl der Schritte bis zum Spielende. Ist unbekannt. Das heißt für uns, dass wir kein Baumdiagramm zeichnen können. Für diese Situation gibt es aber einen Ausweg. Ein sogenanntes Prozessdiagramm. Wir übersetzen das Spiel in folgende Situation. Wir nummerieren die Felder durch. Das erste, zweite, dritte und vierte Feld. Und sagen dann, dass die Zahlen 1, 2, 3 und 4 Zustände sind. Also entweder befinden wir uns auf dem roten Feld, dann sind wir im Zustand 1. Oder auf dem blauen Feld, dann sind wir im Zustand 2. Auf dem weißen Feld, da sind wir im Zustand 3. Oder auf dem schwarzen Feld, dann sind wir im Zustand 4. Oft macht man Kreise um die Zustände, um das zu verdeutlichen.
Und nun können wir von diesen Zuständen ineinander übergehen. Und zwar, wenn wir jetzt im Zustand 2 starten, können wir vom 2 in den Zustand 3 übergehen. Und das mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5. Deshalb spricht man hier von einer Übergangswahrscheinlichkeit. Es wird gleich mehrere geben, deshalb die Übergangswahrscheinlichkeiten. Von dem Zustand 3 können wir in den Zustand 4 übergehen. Das auch mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5. Es kann aber sein, dass wir von dem Zustand 3 zurück in Zustand 2 übergehen. Auch dafür ist die Wahrscheinlichkeit 1,5. Was noch möglich ist, dass wir am Anfang nicht vom Zustand 2 in den Zustand 3 gegangen sind, sondern vom Zustand 2 in den Zustand 1 übergegangen sind. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist auch 1,5. Und man könnte meinen, dass wir jetzt fertig sind. Wir wollen aber noch die Übergänge von Zustand 1 und Zustand 4 betrachten. Und zwar, wenn wir in dem Zustand 4 gelandet sind, sind wir in dem nächsten Schritt. So, das sollte schwarz sein. Sind wir in dem nächsten Schritt wieder im Zustand 4. Und das mit einer Wahrscheinlichkeit von 1. Und wenn wir im Zustand 1 gelandet sind, sind wir im nächsten Schritt wieder im Zustand 1. Also gehen wir von dem Zustand 1 in Zustand 1 über und auch das geschieht dann mit der Wahrscheinlichkeit 1. Die Zustände 1 und 4 sind somit etwas Besonderes und bekommen einen Extranamen. Das sind die absorbierende Zustände. Und die restlichen, die Zustände 2 und 3, nennt man in diesem Zusammenhang innere Zustände. Was wir jetzt betrachten wollen, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man sich in einem Schritt in dem jeweiligen Zustand befindet. So, dann haben wir die Wahrscheinlichkeit A0. A0 ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir am Anfang, also bevor wir einen ersten Schritt gemacht haben, uns in dem ersten Zustand befinden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 0, da wir ja nicht bei 1 starten. Mit B0 bezeichnen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir am Anfang uns in dem zweiten Zustand befinden. Diese Wahrscheinlichkeit ist 1, weil wir ja im Zustand 2 starten. C0 ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir im nullten Schritt uns im Zustand 3 befinden. Da wir dort nicht starten, ist diese Wahrscheinlichkeit 0 und analog Wahrscheinlichkeit D0 ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir im Zustand 4 starten. Die liegt auch bei 0. Mit A1 bezeichnen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir im ersten Schritt uns im Zustand 1 befinden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 1,5. B1 ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir im ersten Schritt in Zustand 2 sind. Diese ist 0, da wir im ersten Schritt entweder
zu 3 oder zu 1 gehen und Zustand 2 auf jeden Fall verlassen. C1 ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir im ersten Schritt im dritten Zustand sind. Die ist 1/2, da wir in 2 starten und mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 in Zustand 3 übergehen. D1 ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir im ersten Schritt im Zustand 4 sind. Das ist aber unmöglich. A2 ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir im zweiten Schritt uns im Zustand 1 befinden. Und das ist nur dann der Fall, wenn wir im Zustand, also wenn wir im Schritt zuvor schon im Zustand 1 waren und von 1 in 1 wieder übergegangen sind. Diese Wahrscheinlichkeit liegt also bei 1/2, wird sozusagen von hier übernommen. B2 ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir im zweiten Schritt im Zustand 2 uns befinden. In den Zustand 2 können wir nur gelangen, wenn wir uns zuvor im Zustand 3 befunden haben. Das heißt, im Schritt zuvor waren wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/2 in Zustand 3. Und dann gehen wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/2 von 3 in 2 über. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, im zweiten Schritt im Zustand 2 zu sein, beträgt 1/4. C2 ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir im zweiten Schritt im Zustand 3 sind. Und um dort zu gelangen, mussten wir im Schritt davor im Zustand 2 gewesen sein. Das sind wir aber nicht gewesen, also im zweiten Schritt können wir gar nicht im Zustand 3 sein. Und D2 ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir uns im zweiten Schritt im Zustand 4 befinden. Und das ist dann der Fall, wenn wir im Schritt zuvor im Zustand 3 gewesen sind. Das sind wir mit der Wahrscheinlichkeit 1/2. Und dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/2 können wir von 3 in 4 übergehen. Das heißt insgesamt, dass wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/4 uns im zweiten Schritt im Zustand 4 befinden. Wir sehen also, dass um die Wahrscheinlichkeit in einem Schritt zu berechnen, müssen wir die Wahrscheinlichkeit des Schritt von dem Schritt zuvor kennen. Und man schreibt die Übergänge dann, also die Wahrscheinlichkeit allgemein, mit einem Index k plus 1, um zu verdeutlichen, dass wir den nächsten Zeitpunkt meinen. Und um das zu bekommen, brauchen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir uns in dem Schritt davor in Zustand 1 befunden haben, multipliziert mit der Übergangswahrscheinlichkeit plus. Man kann in den Zustand 1 auch von dem Zustand 2 übergehen. Das wäre die Wahrscheinlichkeit von dem Zustand 2 multipliziert mit der Übergangswahrscheinlichkeit von 1 zu 2, also 1/2. Die Wahrscheinlichkeit in dem k plus ersten Schritt sich in Zustand 2 zu befinden entspricht dem Übergang von Zustand 3 zum Zustand 3 in dem k plus ersten Schritt. Und das passiert mit einer Übergangswahrscheinlichkeit von 1/2 mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir uns in dem k-ten Schritt im Zustand 3 befunden haben. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir in dem k plus ersten Schritt in Zustand 3 befinden, entspricht der Wahrscheinlichkeit des Übergangs von 2 zu 3 im k plus ersten Schritt. Das heißt, die Übergangswahrscheinlichkeit 1/2 mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir in dem k-ten Schritt im Zustand 2 waren. Und schließlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir im k plus ersten Schritt im Zustand 4 sind. Es ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir
zuvor schon im Zustand 4 waren, multipliziert mit der Übergangswahrscheinlichkeit, also 1 mal dk. Beziehungsweise wir könnten auch von dem Zustand 3 in den Zustand 4 übergehen mit der Übergangswahrscheinlichkeit von 1/2, das heißt plus 1/2 mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir zuvor im Zustand 3 waren. Die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten zu einem Schritt nennen wir Zustandsverteilung zu einem Zeitpunkt. Also wenn wir jetzt a mit Index k, bk, ck und dk nehmen, ist das die Zustandsverteilung zum Zeitpunkt k. Und wenn wir jetzt eine ganze Abfolge von diesen Zustandsverteilungen nehmen, sprechen wir von einem stochastischen Prozess.